Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße euch herzlich willkommen zum Gearcheck des Schlagabtauschs, dem Podcast der Trumps und Percussion und von Sticks powered by Trumps und Percussion. Los geht's. In Folge 42 des Schlagabtauschs sprechen Dirk und ich über den Groove Donut Trommeldämpfer der portugiesischen Groove Drum Company. Der deutsche Vertrieb ist Sonic Percussion. Die Groove Drum Company baut eigentlich Custom Drum Kits und Snare Drums made in Portugal. Der Groove Donut, welcher auch schlicht G-Donut genannt wird, ist in 14 Zoll und 13 Zoll erhältlich. Es handelt sich hierbei um keinen gewöhnlichen Dämpfungsring aus Kunststoff, welcher vielen von euch geläufig ist. Nein, dieser Dämpfungsring besteht aus nachhaltigem Kork und Gummi. Die Verbindung dieser beiden Materialien gibt dem ansonsten eher porösen und starren Kork eine ungewohnte Geschmeidigkeit. So kann sich der Dämpfungsring bestens ans Trommelfell anschmiegen. Auch durch seine individuelle Optik wirkt der Groove Donut wertig und hebt sich von seinen Mitbewerbern deutlich ab. Hergestellt wird der Groove Donut der Groove Drum Company in der Heimat der Korkeiche, eben in Portugal. Die Groove Drum Company verspricht bei Anwendung des Groove Donuts einen tiefen und satten Kesselton bei einem gleichzeitig fokussierten Drum Sound ohne unerwünschte Obertöne. Ich werde den Groove Donut zunächst auf meine 14 Zoll Pearl Masters Reserve Snare Drum auflegen. Auf die Snare Drum aufgezogen ist ein einlagiges Evans 56 Fell. Wie üblich in meinen Gearcheck Videos hört ihr alle Audioaufnahmen ohne Bearbeitung. Ich verwende keinen Equalizer, keinen Kompressor oder ähnliches. Aufgenommen ist alles über zwei Biodynamic MC930 Overhead Mikrofone und einem Biodynamic M201 TG an der Snare Drum. Hören wir uns zunächst die Snare ohne den Dämpfungsring an. Nun die gleiche Snare Drum mit dem Groove Donut Trommeldämpfer. Hier ein unmittelbarer A- und B-Vergleich. Zunächst ohne Dämpfung, dann mit Dämpfung. Wie wir hören konnten, der Groove Donut Dämpfungsring tut, was er soll. Er nimmt die Obertöne raus, ohne dabei etwas von der Tonfülle wegzunehmen. Wie verhält sich der 14 Zoll Dämpfungsring auf einem Tom? Dazu lege ich den Groove Donut auf meine 14 Zoll Pearl Masters Reserve Standtom. Aufgezogen ist hier ein einlagiges Evans UV One Fell. Wieder zuerst das Tom ohne Dämpfung. Nun das gleiche Tom mit dem Groove Donut Trommeldämpfer. Und hier wieder ein unmittelbarer A-B-Vergleich.
Beim Tom kann man leider ein leichtes Surren im Nachgang hören. Das geht dann zwar letztendlich im Gesamtkontext etwas unter, aber bei Einzelschlägen ist es wahrnehmbar. Hier ein kleiner Punktabzug an dieser Stelle. Was mir jedoch neben der Dämpfung gut gefallen hat, ist, dass eine Einkerbung das Auflegen und Entfernen des Groove Donuts erleichtert. Allgemein kann man sagen, dass die Groove Donuts wirklich hochwertig verarbeitet sind. Das macht sie daher leider auch nicht wirklich günstig. Stand August 2022 liegen der 13 Zoll Dämpfungsring bei ca. 31 Euro und der 14 Zoll Dämpfungsring bei ca. 32 Euro. Dennoch rate ich ausdrücklich zu einem Anchecken beim Händler eures Vertrauens, denn sie halten, was sie versprechen, und der Vintage-Look des G-Donuts ist ein echter Hingucker. Das war der Gearcheck des Groove Donut Trommeldämpfers. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen. Schaut auch unbedingt auf sticks.de vorbei. Dort könnt ihr den Podcast Schlagabtausch direkt hören und auch die vorhergehenden Episoden finden. Und ihr findet natürlich auch vieles weitere Wissenswerte aus der Schlagzeuger- und Percussion-Szene dort. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Timo. Ciao.